politischen Gefangenen! Freiheit für alle politischen Gefangenen! Nach Paragraph 278a der Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation. Weil ich seit vielen Jahren tierrechtsaktiv bin, auf Demonstrationen war, Aktionen des zivilen Ungehorsams gesetzt habe und weil ich Presseartikel gesammelt habe und Recherchen über das Pelzsortiment in Bekleidungsfirmen angestellt habe. Was am kommenden Dienstag auf uns zukommt, ist eigentlich noch nicht wirklich vorstellbar. Das nächste halbe Jahr werden wir 3 Tage pro Woche im Gerichtssaal verbringen müssen. Ein geregeltes Leben mit Arbeit und einer gesicherten Existenz wird nicht möglich sein. Manche von uns mussten ihren Job kündigen, andere können keinen neuen annehmen. Es wird auch nicht möglich sein, einem Studium nachzugehen. Wir werden uns den Absurditäten des Strafantrags der Staatsanwaltschaft stellen müssen. Werden den Observiererinnen, Telefonabhörerinnen, den Spitzeln und all den Leuten, die unsere Wohnungen durchwühlt haben und in unserem Leben herumgetrampelt sind, im Zeuginnenstand gegenüber sitzen. Das Gericht kann am Ende eine Haftstrafe von bis zu 5 Jahren über uns verhängen. Was für uns aber klar ist, ist die Tatsache, dass es in dem Verfahren weder um uns selbst geht, noch um die Aufklärung irgendwelcher Straftaten. Es geht darum, eine politische Bewegung mundtot zu machen. Wir als Beschuldigte und die Tierrechtsbewegung als Betroffene sind völlig austauschbar. Hätte es nicht uns getroffen, wäre wer anders im Gefängnis und auf der Anklagebank gelandet. Der Slogan "Wir sind alle 278a" ist nicht bloß nur eine Phrase. Der Paragraph 278 ist für jede soziale Bewegung und politischen Aktivismus eine Bedrohung. Deswegen ist es umso wichtiger, das hinter unserer Anklage stehende System in Frage zu stellen. Ein System, in dem Menschen nach Belieben abgeschoben werden. Ein System, in dem Tiere im Akkord zerstückelt werden. Eigentlich bestärkt uns der bevorstehende Prozess noch mehr in dem Wissen, dass es nötiger denn je ist, diese Gesellschaft von Grund auf zu verändern. Klar ist, dass wir die Zeit im Gefängnis und die Vorbereitungen auf den Prozess nicht alleine hätte durchstehen können. Und im Namen der 5 Beschuldigten der Basisgruppe Tierrechte möchte ich mich an der Stelle ganz herzlich bei all den Menschen bedanken, die uns bis jetzt so ermutigend zur Seite gestanden sind. An alle Leute, die für uns Solipartys veranstaltet, Cocktails gemischt, T-Shirts gedruckt, Plakate geklebt, Flugblätter verteilt oder Radiosendungen gemacht haben. Und vor allem auch insbesondere bei all denen, die sich mit uns in den letzten Monaten auf teilweise nicht enden wollenden Plenar auf diesen Prozess vorbereitet haben. Wir sind auch weiterhin auf eure Unterstützung angewiesen. Wir würden uns sehr wünschen, dass wir im Laufe der nächsten Monate immer von solidarischen Menschen zum Gericht nach Wiener Neustadt begleitet werden. Wir müssen wieder an den Ort zurück, wo wir über Wochen und Monate eingesperrt und von unserem Leben abgeschnitten waren. An den Ort, wo wir die unsäglichen Haftverhandlungen über uns ergehen lassen mussten. Schon damals war es schön und stärkend, euch vor dem Gericht zu sehen und zu hören. Und diesmal können wir gemeinsam in den Gerichtssaal gehen und ihn auch wieder zusammen verlassen.
Wir hoffen, viele von euch in Wiener Neustadt zu sehen. Es wird am Dienstag dort eine Demonstration vor dem Gericht geben. Und in diesem Sinne lassen wir uns nicht einschüchtern vom Staat und seinen Sokus. Zeigen wir gerade jetzt, dass wir eine kraftvolle Bewegung sind. Für eine solidarische Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung, ohne Käfige und Knäste, für die Befreiung von Mensch und Tier. Danke. Ja.